Hier auch nochmal zur Stetigkeit ein paar längere Funktionen, die ganz rational sind. Auch hier müssen wir erstmal checken, dass der Nenner nicht 0 werden darf. 0 gleich x² minus 2x plus 1. Dann machen wir PQ-Formel, dann steht da x1 ist gleich plus 1 plus minus Wurzel aus 1 minus 1 ist 0. Deswegen habe ich hier auch schon gleich x1 nur hingeschrieben und nicht x1 und 2, weil hier kommt der plus minus Wurzel 0 raus. Und das ist dann jeweils 1. Und dann können wir mal die 1 nochmal im Zähler einsetzen. Es könnte ja sein, dass da mal auch 0 rauskommt. Und dann wäre es so eine stetig hebbare Lücke. Ist in diesem Fall nicht, wenn ich das hier einsetze, kommt raus minus 1 und das ist ungleich 0. Und dann erkennt man die Intervalle von minus unendlich bis 1 und von 1 bis plus unendlich. Und jeweils die 1 immer ausklammern. Das kann man auch mit runden Klammern und mancher macht das mit eckigen Klammern. Da gibt es auch verschiedene Schreibweisen. Da sollte man sich immer an den Dozenten, Lehrer oder was auch immer annähern. Nur nicht an den Nachhilfelehrer. Dem kann man immer sagen, mach das mal bitte so, wie das mein Lehrer macht, weil ich soll die Klausur nachher bei meinem Lehrer schreiben. So, der Zusammenhang zwischen Stetigkeit und Differenzierbarkeit ist auch von Pawitz nachgefragt worden. Und dazu gibt es hier drei Sachen irgendwie zu merken und dann gleich nochmal zwei Zeichnung. Was differenzierbar ist, ist auch stetig. Differenzierbarkeit heißt eigentlich, was finde ich am einleuchtendsten und vielleicht auch am, also dem Gebrauch am wenigsten im Wege steht, ist, überall gibt es eine Tangente, nicht zwei. Das können wir gleich nochmal vielleicht an der Zeichnung sehen. Und was stetig ist, muss nicht differenzierbar sein. Das ist allerdings, ist das alles ganz schönes Spezialwissen, was für die Schule eher selten Verwendung findet bis zum Grundkurs 13.